Genau, also ich gehe nochmal, wo war ich denn? Achso, genau, ich wollte nur mal sagen, wie ich dazu kam. Also irgendwann vor einer Weile habe ich Dinge aufgeschrieben, weil es mir eingefallen ist, aber ich dachte, schreib's halt mal auf, dann geht's nicht verloren. Dann kam die Sache, dass es jetzt diese Veranstaltung gibt, dann habe ich zu gesagt, ich habe da mal was aufgeschrieben, würde das irgendwie passen? Und dann sagte sie, ja, das kann man schon machen. Und dann habe ich das, was ich da so als aufgeschrieben habe, irgendwie ein bisschen in eine präsentierbare Form. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich habe mir das ausgedacht und ich möchte, dass wir das so machen, sondern das ist etwas, was mir eingefallen ist und das wollte ich mit euch teilen, mit dem Ziel, dass euch auch Dinge einfallen, dass wir viele Dinge am Ende haben, über die wir nachdenken können in der Richtung. Und so, genau. Nee. Wieso? Das ist aber so, das ist kaputt. Ja, genau. Also ich muss auch jetzt nicht zu jeder einzelnen Folie was sagen, aber ihr kennt das. Und jeder, der sich das anhören musste, fand es natürlich irgendwie schade, ein bisschen schmerzhaft, zumal wir eigentlich auch wussten, das stimmt so gar nicht, da passieren doch Dinge, aus welchen Gründen auch immer, die nicht beim Einzelnen ankommen, will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, weil das ist müßig, aber so ist es. Genau, es ist ja tatsächlich immer wieder gelungen, in den Parlamenten und Versammlungen, manchmal aber auch drüber raus, Dinge zu tun, Dinge zu initiieren und tatsächlich Erfolge damit zu haben. Zum Beispiel BER, Unisex-Toiletten, Tempelhofer Feld, Netzneutralität, Gewaltschutz, Ambulanz und sehr viele andere mehr. Wenn man im Moment unterwegs ist und sich gerade auch mit Leuten im BVV-Kontext, mit Leuten aus anderen Parteien, meistens in der Opposition unterhält oder ganz unterschiedliche Leute sagen viele, aus Gründen wähle ich euch zwar nicht, aber es wäre mir doch sehr wichtig, dass ihr im Abgeordnetenhaus in den BVV drin bleibt. Das ist jetzt gerade im Moment so der Standardspruch, den ich ganz oft höre, weiß nicht, wie es euch geht. Genau, und deswegen ist diese Idee, die mir da ins Hirn gefunkt hat, die sagt dann einfach, okay, dann zeigen wir ihnen. Zeigen wir ihnen, was wir gemacht haben und zeigen wir, was möglicherweise nicht mehr gemacht werden würde, wenn wir in diesen Parlamenten und Versammlungen nicht mehr drin sind. Ist so wenig orange, aber der Kungler ist schon weg. Nee, das ist klar, das ist ja jetzt auch quasi nur eine mit einem Computerprogramm hergestellte Scribble. Das ist nichts, was so in der Form jemals hin muss. Was haben wir hier? Wir haben das Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer ist durch Feld ist was, wo wir, glaube ich, viel gemacht haben. Ist jetzt aber nur ein Beispiel, da könnte auch was anderes sein. Ist ja egal, es geht nur darum, den Mechanismus. Wir haben also mit einem Motiv irgendein Thema, das von uns bearbeitet wurde und wo tatsächlich positive Dinge gemacht worden sind. Wichtig, da steht eben Piraten wirken, es steht Piraten oder Piratenpartei und es gibt einen Link, der jetzt hier nicht zu sehen ist, der wohin führt, das erkläre ich gleich. Das ist nicht notwendigerweise ein Plakat. Das kann von klein bis groß, von hier bis da alles Mögliche sein und so kann vielleicht auch ein Plakat sein. Genau, also es geht um Themen, die uns gelungen sind, die durch ein unkomplexes, eindeutig erkennbares Foto visualisiert werden, eher eben mit dem Handy geschossen als irgendwie wahnsinnig kompliziert und so weiter. Es ist schnell, einfach, aber trotzdem gut erkennbar. Und diese Fotos veröffentlichen wir dann natürlich unter freier Lizenz, damit andere Leute diese Fotos für ihre Zwecke benutzen können. Genau, und dann eben gibt es einen kleinen Textbereich oder einen größeren Textbereich oder wie auch immer, wo eben steht, worum es geht. Und es gibt einen Link auf eine Wahlkampfplattform. Genau, das brauchen wir auch noch. Da und das auch gerne in orange. Ich habe das nicht so orange gemacht, weil ich weiß, dass manche das immer nicht so gerne mögen. Aber nachdem der Kungler das gesagt hat, habe ich gedacht, naja gut, hättest du mal gemacht, er hat ja recht.
Genau. Wahlkampfplattform tatsächlich, ein Bereich, wo das, was mit solchen Motiven angedeutet ist, zusammengeführt wird, nämlich was ist passiert und was wird zu diesen Themen in der Zukunft passieren? Was ist da jetzt noch unser Programm im Bereich, im Bezug auf Tempelhof, wäre da eben das Oberthema Beteiligung und so weiter, was alles da dazu gehört. Und so kann man das dann eben sehr kleinteilig zusammenstöpseln. Bezirke können Dinge beitragen, die Landesebene kann Dinge beitragen. Es ist dynamisch, es skaliert in alle möglichen Richtungen. So, das war die Idee, die ich dabei hatte. Genau, Programm. Genau, und dann sollte da natürlich auch noch alles mögliche andere sein, was im Kontext einer Wahl oder eines Wahlkampfes interessant sein könnte, damit man das wirklich mal schafft. Das würde ich sehr schön finden, dass viel und alles auf einem Haufen ist und dass eben der legendäre, steht doch im Wiki-Satz, sowohl für Leute, die den Wahlkampf machen, als auch die, die da was erfahren möchten, nicht mehr so oft zu hören sein könnte. Oh, bin ja schon fertig. Genau. Nein, noch nicht ganz. Falls jemand noch mal... Ich weiß nicht, ob ihr die Toilette kennt. Das ist die genau hier draußen vor der Tür. Genau. Genau. Danke. Vielen Dank, Claudia. Das war perfekt. Wir müssen ja Zeit aufholen. Das war ein kreativer Einstand. Du kannst das Mikro ja noch einen Moment behalten. Kreativer Einstieg in das Thema. Wir haben ja Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben die Idee eigentlich auch, Aktionsideen im Laufe dieses Tages zu sammeln. Wir haben hier vorne zwei Flipcharts. Ich würde aber bevorzugen, wenn wir nur einen Flipchart bemalen, wenn irgendwelche Ideen im Laufe dieses Tages halt kommen, ne? Vielleicht geboren aus dieser Aktion heraus, sind konkrete Fragen zu dem zu dem Vortrag von der Claudia. Ich sehe, das ist nicht der Fall, wie es in der BVV immer heißt. Vielen Dank für den Vortrag. Dann machen wir mal ganz flink weiter auf der zack.